Das ist wirklich irre. Der Friedhof der Raumschiffe, Point Nemo. Es ist der wohl abgelegenste Ort der Erde überhaupt, Point Nemo, zwischen Chile und Neuseeland und mehr als 2000 Kilometer vom nächsten Stückchen Land entfernt. Und genau dort ist auch der Friedhof der Raumschiffe. Wie es dort aussieht und wie die sterbenden Raumschiffe genau beerdigt werden, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Weltraumschrott ist nicht nur Müll, sondern tatsächlich ein unkalkulierbares Risiko. Erst vor kurzem haben wir ja hier darüber berichtet, dass Teile der chinesischen Raumstation Tiangong 1 schon bald auf die Erde stürzen werden. Denn die Chinesen haben die Kontrolle über die Station verloren und gehen jetzt davon aus, dass Tiangong 1 Ende des Jahres, spätestens im Frühjahr 2018, abstürzen wird. Ein Großteil wird wohl in der Atmosphäre verbrennen, doch Experten und Expertinnen warnen davor, dass große Trümmerteile von bis zu 100 Kilogramm auf die Erde crashen werden. Aber auch die unzähligen anderen Trümmerteile, die den Weltraum mittlerweile regelrecht vermüllen, stellen eine Bedrohung für uns dar. Das sagen Forschungsteams weltweit. Die NASA warnt vor einer unkontrollierbaren Kettenreaktion, eine absolute Katastrophe, das Kessler-Syndrom. Ausgelöst durch einen Crash werden innerhalb von Stunden Großteile der Flugkörper rund um die Erde zerstört, inklusive der internationalen Raumstation ISS. Immer wieder schlittern wir daran vorbei. Es gab bereits 200 Kollisionen im Orbit der Erde und jede produziert wieder neue Schrottteilchen. Inzwischen geht man von 166 Millionen Trümmerteilen aus, die um die Erde schwirren. Wir sind im Moment quasi Zeuge eines Kessler-Syndroms in Zeitlupe. Spektakulärer Höhepunkt 2009 stoßen der US-Satellit Nummer 33 des Iridium-Satellitentelefonnetzes, Gewicht eine halbe Tonne, und der russische Satellit Kosmos 2251 zusammen. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von rund 40.000 Kilometern bleibt von beiden Satelliten nichts mehr übrig, außer rund 100.000 Schrottteilchen. Sie haben jetzt die Chancen für den nächsten Unfall deutlich erhöht. Damit das Risiko für eine solche Katastrophe sinkt, werden ausgediente Raumschiffe, Satelliten und sonstige Weltraumflugkörper beerdigt. Und zwar hier auf der Erde. Dafür haben sich die weltweiten Weltraumagenturen den wohl isoliertesten Punkt der Welt ausgesucht, Point Nemo, eine Stelle im südlichen Pazifik. Rund 2600 Kilometer vom nächsten Stück Land entfernt. Konkret von Duche Island, einem Teil der Pitcairn-Insel, Motunui, einer Nebeninsel der Osterinseln, und Maha Island, was zur Antarktis gehört. Und das ist wirklich ein riesiger Abstand, wenn ihr euch vorstellt, dass die Raumstation ISS in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Deswegen ist Point Nemo übrigens auch als pazifischer Pol der Unzulänglichkeit bekannt. Etwa 2 Wochen braucht man, um dorthin mit dem Schiff zu kommen, und natürlich auch wieder 2 Wochen, um zurückzugelangen. Das Risiko, dass ein Trümmerteil auf Land einschlägt, das gezielt zu Point Nemo gesteuert wurde, ist also nahezu null. Die Gefahr, dass hier irgendjemand geschädigt wird, ist absolut minimal. Obwohl, ich könnte mir einen Katastrophenfilm vorstellen, bei dem zum Beispiel ein atomgetriebenes Schiff von einer Raumstation getroffen wird. Ja, aber das ist dann doch wirklich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Fiction. Point Nemo wurde übrigens mit Hilfe eines Computerprogramms entdeckt, und zwar im Jahr 1992 von dem kroatischen Vermessungstechniker Hrvoje Lukatela. Den Namen hat dieser Ort allerdings nicht von dem Fisch Nemo aus dem Zeichentrickfilm, sondern einer Romanfigur, und zwar Captain Nemo aus 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. An dieser Stelle im Ozean vermutet man nur sehr wenig Leben, denn der Wind kann nur wenig Nährstoffe hintragen, da das nächste Stück Land so weit entfernt liegt. Starke Meeresströmungen halten nährstoffreiches Wasser zudem ab. Also wirklich der ideale Ort, um alles zu begraben, was man nicht mehr braucht. Laut NASA ist dies vor allem für größere Objekte wie Raumstationen und Raumfahrzeuge, die sich in einer niedrigen Umlaufbahn befinden, eine hervorragende Möglichkeit. Denn bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie eben nicht vollständig verbrennen, bevor sie den Erdboden erreichen. Solche Raumschiffe und Satelliten werden dann ganz kontrolliert zum Point Nemo gebracht und dort dann zum Absturz. Es gibt Schätzungen, nach denen hier seit 1971 mehr als 260 Raumfahrzeuge beerdigt worden sind. Und die Zahl ist in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Unter anderem ist hier auch die Mir, die 142 Tonnen schwere russische Raumstation, begraben. Russische Objekte sind übrigens deutlich in der Überzahl. Wohl mehr als 200 Objekte aus Russland sind dabei. Und der Friedhof ist alles andere als klein. Unvorstellbare 17 Millionen Quadratkilometer soll er groß sein. Und auch die ISS wird wohl demnächst an diesem Ort für immer ihre letzte Ruhestätte finden. Am Point Nemo schlummern also große Teile der Weltraumgeschichte am Meeresboden.
eine wirklich beeindruckende Vorstellung. Irres Ding. Vielleicht können wir diesen Raumschifffriedhof ja mal besichtigen. Ja, viele fragen ja immer mal wieder nach unserem Equipment. Die Links dazu habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Wenn ihr kein Video zum Thema Weltraumschrott und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, Achtung, genau, auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr kein Video, wie zum Beispiel dieses hier, Weltraumschrott, das Ende der Raumfahrt droht, mit noch mehr Infos zum Drohnen-Kepler-Syndrom, absolut spannendes Thema. Ja, und ansonsten, wie immer, bis dann, bleibt dran.